Schönen guten Tag, Herr Ministerpräsident. Herzlich willkommen im OFW-TV-Studio hier auf dem 12 World Business Dialogue. Als Eröffnungsfrage, Sie sagten vorhin, Sie setzen auf uns. Was können und was wollen Sie von uns erwarten, uns Studenten hier? Ich erwarte Mut und ich erwarte klare Stellungnahmen zu den aktuellen Fragen der Wirtschaft, der Krise, der Weltwirtschaftskrise. Viele Wissenschaftler haben ja in den letzten Jahren richtig daneben gelegen mit ihren Thesen, mit ihren Theorien und ihren Vorschlägen. Und deshalb brauchen wir jetzt viele junge Leute, die einfach den Mut haben, die zu stellen. Denn wir müssen ja aufarbeiten, wie es zu dieser Krise kommen konnte, damit sie sich nicht wiederholt. Ja, Sie nehmen gerade Bezug auf die Krise, die man in den Tagen nun wahrlich nicht ausblenden kann. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites. Wir versammeln hier 40 Nationen auf diesem Kongress. Haben Sie, welches ganz klare Ergebnis erwarten Sie von uns, wenn man das so sagen könnte? Das kann man sagen. Ich erwarte ein klares Bekenntnis zu offenen Märkten. Denn das Schlimmste, was jetzt in der Krise passieren könnte, ist und teilweise schon passiert, dass jeder Staat versucht, alleine durch die Krise zu kommen, dass Protektionismus wieder angesagt ist, dass die Grenzen geschlossen werden, dass der freie Handel eingeschränkt wird. Das wissen wir nun alle aus den letzten Krisen, sei es denen der 70er Jahre oder sei es denen der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wenn nicht zusammengearbeitet wird, wenn die Grenzen nicht offen bleiben, wenn die Märkte nicht offen bleiben, dauert die Krise länger und wird schlimmer. Ja. Damit genau dies nicht geschieht, Protektionismus nicht geschieht, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es studentische Initiativen wie uns gibt. Wir sind im Land der Ideen, ein ausgewählter Ort. Wir haben die Urkunde damals von Horst Köhler bekommen. Wie glauben Sie, dass in Zeiten von Hochschulfreiheitsgesetz und so weiter, dass man solche Initiativen auch gut fördern kann, sodass die Anreize dafür gestellt werden, internationalen Dialog zu fördern? Ja, gerade weil wir in Nordrhein-Westfalen den Hochschulen ihre Autonomie zurückgegeben haben, kann eine solche Initiative in der Hochschule, von der Hochschule und auch von außen gefördert werden. Und ich finde, es ist eine tolle Leistung, wenn 37 Studierende einen solchen großen Kongress vorbereiten, organisieren, durchführen, was zeigt, wir können stolz sein auf junge Leute in Nordrhein-Westfalen. Ja, Sie sagen es gerade, stolz. Sie sind stolz als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auf eine solche Initiative in Ihrem Land zu haben. Sie haben vorhin noch geredet von Anbieten von Lösungen. Möchte ich vielleicht zum Schluss noch sagen, welche Lösungen wir alle zusammen auch vielleicht mit der Politik anbieten können? Ja, wir haben ja gerade eine Debatte hier an der Universität Köln, eine öffentliche Debatte, wo es um die Frage geht, wo gehen die Zukunft der Wirtschaftswissenschaften hin? Es ist so, dass wir Ordnungspolitik nicht mehr brauchen, dass die Frage der Ökonometrik im Vordergrund steht. Eine Debatte, die, wie ich finde, sehr sympathischerweise offen geführt wird und nicht nur im Kreise der Lehrenden, im Kreise des Lehrkörpers der Universität. Das ist zum Beispiel eine zentrale Weichenstellung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir zurückkommen müssen zur Ordnungspolitik, zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, damit die neuen Ökonomen in unserem Land wissen, dass es nicht nur um Betriebswirtschaft geht, nicht nur um Volkswirtschaft, nicht nur um Nationalökonomie, sondern dass es auch um Werte gibt, die kommen müssen für offene Märkte und die der Markt selbst nicht schaffen kann. Das ist klasse, Herr Ministerpräsident. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im OFW-TV-Studio waren. Wir nehmen Ihre Anregungen gerne mit in den Dialog auf. Herzlichen Dank. Dankeschön.